So, Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wind Waker HD. Kamera drehen macht Spaß. Wir sind im C4. Doch, im C4-Tempel angelangt, richtig. Mit dem kleinen Dulli hier, mit Makoros. Und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wir haben uns ja hier schon mal ganz kurz umgeschaut, haben da die Truhe schon mal uns ergötzt. Ergötzt? Ja, er schön. Was auch immer. Genau. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich habe so eine Befürchtung, aber wir probieren es jetzt trotzdem einfach mal. Ich es einfach so mache, hui, und einfach mal versuche da reinzufliegen. Und wahrscheinlich wird mich das volle Lotte nach unten drücken. Da gehe ich von aus. Oder einfach abstoßen. Mal gucken. Nach unten drücken. Okay. Dann habe ich eine Vermutung, was ich tun muss. Nämlich erstmal den Pimmel hier wegmachen. Pimmel wegmachen. Man kennt's. Sag mal. Was wird denn das hier, wenn es fertig ist? Der holt aus. Mit seinem Base-Balli-Balli-Schlägerchen. Triff ihn einfach, Link. Danke. So, der Horsan hier kann auch mal sich verpieseln. Dankeschön. Wieder einfach nur zwei Schläge auszählen. Das ist total lame. Ein bisschen enttäuscht, muss ich tatsächlich sagen. Scheißspiel. Nein. So. So, hui. Achso, eigentlich dumm. Na, egal. Muss er trotzdem immer nach oben. Ja, wenn ich mich wieder erinnert, was der Dulli hier kann. Er kann fast das gleiche wie Meduli, nur ein bisschen anders. Er kann nämlich auch fliegen. Glaube ich. Genau. Okay, ich muss scheinbar spammen. ich hing fest, okay. Froschenhals. Sieht schon lustig aus, wie der läuft. So. Sieht nicht ganz so gesund aus, auf jeden Fall. Nicht so gelenkig, der Kerl. Reicht sein Gewicht überhaupt aus für die Knöpfe? Ja. So, und jetzt kann ich rüber. He. He. Alter, voll die entspannte Musik gerade. Erinnert ein bisschen an die Musik vom. Was war der Hylia-See aus Twilight Princess, ne? Dieses. Ich habe gerade zumindest das Lied aus Twilight Princess im Kopf. Das glaube ich im Hylia-See lief, aber ich bin mir gerade echt nicht sicher. Hui. Hui. Was war das denn? Also ich weiß, dass das war, aber. Autsch! Wie ich schon mal sagte, wenn man so lustig zur Seite springt, ne? Und dann dabei B drückt, hui, macht man doch nochmal einen Schlag nach vorne. Sehr schön. Herzen kann ich gebrauchen, weil aus irgendeinem Grund habe ich gar nicht so viele. Ich glaube, das hängt noch damit zusammen, dass ich, kommt das. Ah, okay. Ich glaube, es hängt noch damit zusammen, dass ich ja hier bei dem Augengriff ziemlich viel aufs Maul bekommen habe. Aber ist okay. Was machst du? If I may ask. Ah, okay. Ah! Was habe ich denn gerade mit meinem. Also, ich glaube, ich sterbe heute noch in der Folge. Mal gucken. Wünsche mir Glück. Wenn ihr die Folge seht, ist es der Beweis, dass ich überlebt habe. Oh. Ah, okay. Ich weiß nämlich auch schon, welches Item wir kriegen. Also spätestens jetzt, aber ich habe mich tatsächlich auch selber wieder daran erinnert, welches. Aua! Welches Item noch fehlt. Oder zumindest ein Item von denen, die noch fehlen. Es fehlen noch zwei im Item-Slot und eins im. Echt jetzt? Ach, come on, Alter. Jetzt wäre meine Damage kriegt. Ja, wir haben ein Problem. Scheiße. Makoros. Oh, danke. Da war ich zu ungeduldig. Blum, blum. So, den Samen pflanzen. Ich glaube, ich trinke mal was. Wie wär's damit? So. Schön, wie einfach nur das Pflanzen zweier Bäume eine Tür öffnet. Logik gleich, nö. Nee, du bist jetzt nicht wieder. Ich hasse alles. Marco, warum kommst du nicht mit? Wir haben keine Zeit für so einen Blödsinn.
Muss auf jeden Fall daran denken, dass ich da später nochmal hoch muss. Ich denke mal, das ist optional. So. Tut mir leid, dass ich gerade so einen Schwanz im Hals habe. Schaff's er! Er schafft nicht. Okay. Darum muss ich ja eh pflanzen, von daher muss ich eh wechseln. Oh Gott. No! Okay. Gar nicht gruselig. Upp. Die Eiche reingesetzt. Die Eiche eingetaucht, man kennt's. Mann mit Doppel-N. In der Regel. Ich weiß, wofür die Dinger noch gut sein werden, aber ich frage mich gerade, wie mir das jetzt nützt. Bitte hör auf zu hovern über den Boden. So, öffnet sich jetzt die Tür. Ja. Supi. Das ist scheiße. Okay, das scheint geskriptet zu sein an der Stelle. Aber ich komme hier eh nicht weiter, das wundert mich. Hier ist eine Tür noch. Warum passiert das, wenn ich R1 drücke? Ich check's nicht. Jetzt echt? Nee, der ist irgendwo anders gerade. Okay. Dann gehe ich doch erstmal hinterher. Hello there. Die Kamera dreht sich automatisch nach unten, wenn ich... Naja. Wenn ich, naja. Werder Freund Link, ich bin hier. Oh Gott. Ja, das ist cool. Ich rette dich gleich. Du hast meinen Sprungattack abgebrochen, du Bastard. Dann halt so. Tot. Nur ein toter Gegner. Das ist ein guter Gegner. Wie kriege ich dich denn jetzt hier wieder raus? Ich würde behaupten, wir brauchen das Dungeon-Item. Wetter Freund Link. Die Steinstatue hat den Ausgang versperrt. Sieht furchtbar schwer aus. Um sie bewegen zu können, müsstest du schon so schwer sein wie der Dekobaum. Wenn nur der Dekobaum hier wäre. Ja, so ein Baum. Man kennt es, wenn ein Baum los anfängt zu laufen. Bruder, musst du los. Oh Gott. Ich habe gerade gegessen. Entschuldigung. Damit dürft ihr raten, was. Richtig. Pommes. Hier, friss. Hoppala. Was war das denn? Voll komisch geflogen gerade. Bumm. Drop mal ein paar Herzen, Brudi. Bomben und Pfeile. Nehmen natürlich auch. Kein Problem. Halalalala. Plop, plop. Ich vermisse ein bisschen die Stichattacke aus Twilight Princess. Wenn man da ja gerollt ist und dann angegriffen hat, hat man immer so ein Blubber nach vorne gemacht. Hat immer so nach vorne gestochen. Wobei ich nicht weiß, ob das von Anfang an ging oder auch eines dieser Fähigkeiten war. Zum Beispiel das über den Kopf springen, was man hier ja auch manchmal sieht, ne? Und das um die Ecke rollen. Und das Blankziehen gab es auch noch, wo man so quasi die Waffe gezogen hat im richtigen Moment und dann quasi so in so einen Slash gemacht hat. So ein bisschen Samurai-mäßig. War sehr geil. Twilight Princess war cool. Ist cool. Es existiert nämlich tatsächlich noch. Ist auf Konsolen, die keiner mehr hat. Oh, Wii, doch, das schon. Wind Waker existiert nur auf Konsolen, die niemand hat. GameCube und Wii U. Was ist das denn? Okay. Ich glaube, warte mal. Ich glaube, also entweder wir müssen es so machen, oder was ich eher glaube. Ich muss mal hier ein bisschen die Items hin und her wutscheln. Machen wir mal so. Und so. Die scheine ich öfter zu brauchen hier. Ich glaube, das ist nicht die Lösung. Nee, aber ich glaube... Bom! Genau. Damit können wir die kaputt treten. Was geht, Brudi? Tschüss. Ja! Yeah. Oh, da oben ging es wieder lang. Ich habe es genau gesehen. Das ist ja interessant. Wie komme ich denn da hin? Hier ja nicht.
Ach so, natürlich. Warte, ich kann mich ja... Oder? Oder? Ist das so natürlich? Reicht das? Ja, es reicht. Okay. Das war ganz schön knapp. Bumm. Jo! Guck mal, das ist eine Truhe. Die nehme ich. Eine coole Truhe. Nö. Wieder immer noch die Karte, ne? Aber auch noch gar nicht. Oder den Kompass. Hätte ich das schon längst holen können? Ist die Frage aller Fragen? Man weiß es nicht. Aber ist auch nicht so wichtig. Huch. Jetzt wollte ich, ja. Da, wo ich vorhin das Blatt hatte. Dem Item-Slot wollte ich es gerade benutzen. Passiert manchmal. Boah! War es so lustig gewesen, wenn er jetzt verreckt wäre dadurch. Balla. Ganz entspannt, Brudi. Also hier komme ich auf, ob wir es nicht weiter, weil dafür brauche ich ja Makoros, damit das. Also vorher passiert hier nichts. Der Teil ist erstmal hier rein. Hm. Was ist da unten? Ein Totenkopf? Ich glaube schon. Ein Totenschädel. Sollte man eher meinen. Punktlandung. Huch, was war das denn? Ich würde gern. Ja, okay. Oh, Jesus. Christus. Warte mal. Immer noch mal anders. Ich guck mal erstmal hier unten hin. Mein, sehe ich dich hier schon wieder? Und noch irgendwas, das ist wirklich alles nur hier so. Hier sollst du eigentlich gar nicht hin und wenn du dumm bist und runterfällst, dann naja, Pech. Sieht mir danach aus. Sieht mir danach aus. Ich meine, ich kann ja irgendwo noch eine Truhe sein oder so. Endlich mal ein fucking. Ein fucking. Karte zum Beispiel. Ich würde aber hier Wirbelattacke machen, hat nicht funktioniert. Darn it. Na gut, na gut, na gut. Vorsicht ist besser als Nachsicht, nicht wahr? So. Kletter schneller, Link. Dip, 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 dip. Ich bin kletter schneller als den Twilight Princess. Zumindest in der Basic-Version. In Twilight Princess HD haben sie die Klettergeschwindigkeit einfach erhöht. Also sehr gut, weil die. Wow! Echt scheiße war, aber. Gut. Ich hasse dich. So schnell bin ich leider nicht. Das erfordert also andere Maßnahmen. So, so einfach geht das. Nein, ach scheiße. Eisenstiefel. Da drüben eine Truhe, wo ich hin möchte. Von hier kam ich gerade. Kann ich überall durch. Na gut, ich flieg mal erstmal hier hin. Das war jetzt im Endeffekt ein Umweg, aber es ist eine notwendige Truhe, die vermutlich die Karte beherbergt. Sie, Walle. Wii U Gamepad. Imagine Wii U Gamepad haben. Wir haben Wii U Gamepad, aber das ist gar nicht in Benutzung. Der Strom von dem ist auch alle. Hui. Nur ein Wii U Gamepad ohne Akku ist ein gutes Wii U Gamepad. Ich glaube, das schaffe ich übrigens nicht. Ich verliere ganz schön viel Mana. Zum Glück habe ich mir echt noch das Upgrade geholt. Marvin loben an dieser Stelle dafür, dass er es mir verraten hat. Sonst wäre ich ganz schön im Ass gewesen. Jetzt muss ich auf den Zack gehen. Zack und Cody. Hui. Ich hasse dich. Ach, come on. Echt jetzt? Warte. Krieg ich den nicht, ne? Das macht Spaß. Oh, Mana.
Kein gelber Mana, habe ich gesagt. Das Herz nehme ich. Und sonst, Jungs, was geht ab? Ja, mit einem großen Mana-Paket hier. Mit einem großen Care-Paket. Wäre wohl zu viel verlangt. Na ja, gut. Sollte aber reichen. Jetzt spätestens. Okay, dann werde ich jetzt mal versuchen, den Dulli von da hinten schon mal zu besiegen. Damit er mir nicht im Flug wieder auf den Sack geht. Einfach von hier ganz entspannt Pfeile verbaddern. Sollte passen. Am I right, guys? So. Unter der Prämisse, dass ich treffe. Ich habe getroffen. Ah, diese fummelige Steuerung. Die können mir theoretisch egal sein. Kann ich die eigentlich... Oh ja. Oh cool, ich sterbe auch einfach dadurch. Ganz entspannt. Hui! Nicht runterfallen. Das wäre jetzt richtig Belasto. Bogensteuerung in Zelda-Spielen. Immer wieder ein Genuss. Zumindest in alten Zelda-Spielen. Ich wollte gerade fast springen. Holy shit. Ach ja, mal wegen auf X. Aber man noch kein Fadenkreuz hat. Zum Glück wurde das irgendwann eingeführt. So, was haben wir hier Schönes? Wo ich ein Item habe. Ja. Oha. Okay. Sure. Ah, das ist der Makoros-Raum sogar. Stimmt, denn ein Schilder. Das heißt, hier kam ich ursprünglich mal rein. Ja, sieht danach aus. Gut, dann bleibt mir ja nur der Weg nach unten, wa? Wa? Haha, und ich komme auch nur mit einem gewissen Item wieder nach oben. Guck mal, kann ich echt gut umgucken hier. Guck mal, kann ich sogar im Ego-Modus spielen. Na denn? Cool! Genau hier wollte ich landen. Komm zu mir, lieber Kompass. Hoffentlich. Coolio. Das gefällt mir. So. Geht sogar noch weiter nach runter. Nach runter. Nach unten scheinbar. Eieieiei. Okay. Okay, da brauchen wir einen Key. Ich habe gerade irgendeinen Gegner gehört, meine ich. Ja. Das passiert, wenn du... Wenn du plötzlich die Items woanders hinlegst. Autsch. Der einzig begehbare Weg an dieser Stelle? Oh. Sieht hot aus. Huch. Okay. Ich will jetzt noch. Warte mal. Wer von ihnen lebt? Leben alle? Lebt keiner? Man weiß es nicht. Nein! Das ist Belasto. Und ich glaube, ich bin sowieso... Ja, okay. Bam! Ich weiß, ich hätte den Gleiter benutzen können, aber ich wollte nicht. Ich wollte die Schmerzen in meinen Füßen spüren. Okay, Versuch Nummer 2. So, du Wichser. Warum halt ihr fangen so viel aus? Und da falsch. Ja, gut. Funktioniert auch irgendwo.
Oh Gott, nein. Okay. Also diese Spikes sind schon, die machen mich ein bisschen horny, muss ich tatsächlich sagen. So wie die da rum, ne, ihr wisst schon, das ist schon, das hat schon was irgendwie. Noch einen weiter, weißt du, mein Hirn denkt sich so, dass ich pro Block hier immer verschiebe. Schafbrettmuster. Aber nö, er schiebt nur einen halben Block. So ein Idiot, dieser Link. Naja. Gudi, wenn wir gleich die Truhe haben, dann ist wahrscheinlich auch schon wieder die Folge vorbei. Menschenskinos, das geht ja schnell voran hier. Nein, eigentlich nicht. Glaube ich. Da war noch einiges im Dungeon, aber macht ja nichts. Macht ja auch Spaß, nicht wahr? Hui! So, kleiner Schlüssel. Jo. Sag ich doch. Und da ist auch eine Abkürzung. Wunderbärchen. Vielen Dank. Ja. Dann würde ich sagen, ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Zelda Wind Waker, wenn wir da in diese Tür gehen. Ciao.